Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige in Christus, wir feiern heute den 13. Sonntag nach Pfingsten. Die Kirche möchte auch heute wieder, können wir sagen, aufmerksam machen auf den Vorzug des Neuen Testamentes gegenüber dem Alten Testament. Wir haben es gehört vom heiligen Paulus an die Galater, wie er erklärt, dass das Gesetz, das gegeben wurde an den Moses, eine Verfügung ist, eine Verfügung Gottes, als zur Regelung wegen der Sünde. Es ist ein heilendes Mittel und ein vorübergehendes Mittel, das Gesetz. Das Gesetz hat zum Zwecke, dass die darunter für sich Verpflichtenden sich an das Gesetz halten. Und darum hat das Gesetz auch mindestens zwei Partner. Und das Gesetz des Alten Testamentes, das durch den Moses dem auserwählten Volk gegeben wurde, hat eben Gott zum einen und das auserwählte Volk zum anderen als Partner. Wenn aber einer der beiden das Gesetz vernachlässigt und abrückt, dann ist man nicht mehr daran gehalten. Wir haben aber die Verheißung. Und die Verheißung, die dem Abraham gegeben wird, ist aus freien Stücken von Gott gekommen, aus seinem Herzen. Und sie ist ohne Bedingung, so wie das Gesetz ist, es ist. Und diese Verheißung vom Retter, unter dem alle Nationen glückselig sind, das ist Christus. Und diese Verheißung wurde dem Abraham schon gegeben. Und sie ist eine Verfügung der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Liebe zum Menschen. Und das stellt auch deutlich, wie das neue Gesetz, der neue Bund, das neue Testament, die Verheißungen Christi, die Lehre Christi, alles das, was aus dieser Verheißung entspringt, dem alten Gesetz bei Weitem überragt. Aber es soll uns bewusst sein, dass eben der neue Bund eine Perfektion ist des Alten, eine Vervollständigung. Das Alte Testament war eine Vorbereitung auf das Neue. Und wir erkennen auch an diesem Beispiel, dass der Glaube, die Materie, über dem Gesetz steht. Und wir haben das auch versucht zu erwähnen und zu erklären, dass auch in der heutigen Situation wir vor allem den Glauben sehen müssen und dann die Gesetzmäßigkeit, mit dem es sich verhält. Und wir können nicht sagen, so wie andere sogenannte traditionelle Gruppen, wie die Priesterschaft St. Pius X., die ja regelmäßig die Sedisvangadisten belächelt und in das Lächerliche zieht, weil sie eben sagen, es gibt ja keine Gesetzesverfügung, um dann noch eine Autorität herzustellen. Sie haben eben genau diesen Druckschluss gemacht. Sie betrachten zuerst das Gesetz vor dem Glauben. Wenn man es aber richtig betrachtet und sieht, dass der Glauben das Essentielle ist und das Gesetz die Regelung, um den Glauben zu erhalten, dann weiß man und versteht man, dass es eine Gesetzmäßigkeit auch
zu dem gibt, in welchem wir uns befinden. Und das ist nicht eine selbstgemachte Begründung, sondern das begründet sich wohl auch auf Kirchenlehrer und gelehrte Theologen, die sehr bewusst erkennen, dass jemand, und das müssen wir auch sagen, es ist ja auch im Kanon 188,4 und in anderen Kanones erwähnt, dass wer vom Glauben abfällt, von der Kirche ausgeschlossen ist, und das gilt vor allem und in ganz besonderer Weise für die lehrende Kirche und damit auch genauso für das Oberhaupt der Kirche. Und das sei gesagt, dass wir uns bewusst sind, dass der Glaube, die Doktrin über dem Gesetz steht und dass die Verheißung über dem Gesetz des Alten Testaments steht. Somit so viel zum Evangelium, das der heilige Paulus an die Galater geschrieben hat. Bezüglich der Lesung haben wir den heiligen Augustinus zitiert, der in guter und knapper Weise es zu Wege bringt, dass das heutige Evangelium zu erklären von den 10 Aussätzigen, die mit dem Aussatz befallen waren und bei Christus vorbeikommen und dann laut schreien um Heilung. Und Christus, er schickt sie zu den Priestern und sagt, zeigt euch euren Priestern und gebt, das macht das gebührende Opfer, so wie es das Gesetz nach Moses vorschreibt. Und während sie eben auf dem Weg zu den Priestern sind, werden sie geheilt und nur der eine, wieder ein Samariter, also ein Ausländer sozusagen, der geht in sich. Alle 10 werden geheilt, aber er kehrt zurück, um zu danken dem, von dem er geheilt wurde. Und da auf der einen Seite sieht man, dass es ein leichtes wäre, zu erkennen, von wem die Heilung kommt und wie mangelhaft die Dankbarkeit ist für die Heilung. Und das gilt, liebe Gläubige, auch für uns alle. Wir sind sehr groß, dass wir alles haben wollen. Wir sind aber sehr klein und zögerlich, um zu danken für das, was wir bekommen haben. Und das soll uns auch ein wichtiges sein, dass wir erkennen, die Dankbarkeit Gott gegenüber für all das, was er tut. Aber der heilige Augustinus erklärt dann auch diesen Aussatz Lepra, dass die Hautfarbe vollständig verändert und somit ein hässliches Aussehen mit sich bringt. Die Sinne bei dieser Art von Krankheit bleiben erhalten. Und das stellt dar, oder diese Option erklärt der heilige Augustinus, es kann erklärt werden mit dem Aussatz der Häresie, mit dem Aussatz des Irrtums, der die äußerliche Erscheinung verändert. Aber nicht über den gesamten Körper, sondern nur teilweise. Und das nur teilweise sagt er eben, dass im Irrtum sich ja auch immer etwas Wahrheit befindet. Und das ist ja auch so, wenn wir die Häresie, die Heretiker betrachten, ist es ja nicht so, dass sie 100% Irrtum sagen. Vielleicht 99% und 1% ist richtig. Und das wird durch diesen Aussatz bildlich dargestellt. Und wir haben auch erwähnt, diese Tatsache, dass im Irrtum oft ein bisschen Wahrheit ist, wenn es auch nicht viel ist, das wurde zum Beispiel im Zweiten Vatikanum auch zum Anlass genommen, um zu sagen, in den anderen Religionen befindet sich auch Wahrheit. Darum
sind die anderen Religionen auch Mittel zum Heil. Das ist natürlich ein völlig verrückter, eine völlig verrückte Schlussfolgerung, die jeder Vernunft entbehrt, weil der Irrtum nicht die Wahrheit macht. Und somit haben wir abgeschlossen und auch erwähnt den heiligen Agapitus, der heute im Gedächtnis gefeiert wurde. Dieser wunderbare Heilige, der mit 15 Jahren die Möglichkeit hatte, vor dem Kaiser Aurelius seinen Glauben standhaft zu bekennen. Er wurde aufs Äußerste misshandelt, Tage im Kerker gehalten, im Schlamm. Er wurde kopfüber aufgehängt, unter ihm ein Feuer gemacht, damit der Rauch in seinen Körper dringt. Es wurde kochendes Wasser über seinen Bauch gegossen. Er wurde vor die wilden Tiere geworfen, die ihn aber nicht berührten. Und somit aus Verzweiflung haben die Christenhasser, die Christenverfolger und auch der Kaiser ihn köpfen lassen, so wie wir es öfters bei diesen großen Heiligen sehen. Und damit haben wir abgeschlossen, dass auch wir erkennen, so wie dieser große Heilige, dass wir immer besser wissen, für wen und für was wir bereit sind zu sterben, dass wir das kennen und dass wir das lieben lernen, wofür wir unser höchstes Gut, das Leben, geben wollen. Das haben wir, diese Gnade bitten wir durch die allerseligste Jungfrau Maria, dass wir nicht so gedankenlos durch die Welt gehen, sondern bewusst werden, dass wir im Glauben gerechtfertigt sind, wie es heißt auch heute, im Glauben an Christus. Weil das ist, was Christus gebracht hat und was zu Christus führt. Und darum ist auch heute in der Oration, im Tagesgebet, um die drei göttlichen Tugenden gebeten worden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Weil der Glaube, das ist die Verbindung zu Christus. Die Hoffnung ist das zu erhoffen, was Christus versprochen hat. Und die Liebe ist das, was uns vereint mit ihm. Und das auf ewig. Und darum bitten wir die heilige Mutter Gottes, in deren Oktav wir uns ja noch befinden, im Tagesheiligen heiligen Agapitus und alle heiligen Himmel, dass unser Wunsch nach der ewigen Glückseligkeit immer stärker wird und alle Hindernisse überwindet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.